Servus, Mann. Willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule und die Replay Challenge gerade in der Woche 10 läuft. Wir sind unterwegs mit Captain Price 277 von KGF. Das ist der Clan im Leopard PTA, deutscher Medium Stufe 9. Auf dem Weg zum Leopard 1 ist das der Neuner, der meiner Meinung nach ungefähr auf demselben Level ist wie der Zehner. Hat eine exzellente Kanone. Eine 105 mm mit 390 Schaden bei 268 Durchschlag, sehr genau. Gute Einzelzeit auf Premium-Munition, 330 Durchschlag bei 390 Schaden. Und mit HE gibt es 480er Schmatzerle bei 53 Durchschlag. Wir sind gelandet auf Live Oaks in einem 10er-Gefecht mit 9er und 8er Unterstützung. Das heißt, wir sind mit Tier und werden unsere Beweglichkeit, unseren, ja, ich sag mal eher mittelmäßigen Turm ein bisschen ausnutzen. Und vor allen Dingen natürlich unsere Präzision, um, denke ich mal, eher aus der zweiten Reihe zu spielen. Konkurrenzfähigkeit gegenüber den russischen Mediums. Man kann sie nicht ähnlich fahren oder gleich fahren. Man muss da komplett anders agieren. Denn die Russen sind deutlich besser gepanzert, haben in der Regel eine bessere DPM. Nicht die genauesten Kanonen, das ist halt typisch russisch. Stattdessen ja, müssen die Deutschen halt, wie gesagt, eher aus der zweiten Runde, aus der zweiten Reihe agieren. So. Zwei Schüsse bereits angebracht, 817 Schaden gemacht. Wir haben uns die Seite ausgesucht, auf der normalerweise mit am meisten passiert. Selbst wenn man mit mehr Heavys unterwegs wäre, wird hier in der Regel mehr Material zerstört als drüben auf der Stadtseite. Das hat sich in den Zeiten jetzt langsam ein bisschen geändert. Gern mal drückt ein ganzes Team über diese Seite. Und wenn alle mitmachen, hat man da normalerweise auch Erfolg. Bei dem ist die Lorraine 40 Tonnen bei uns abgeprallt. Natürlich nur am Turm, alles andere ist zu weich. Da kommt jeder durch. Schon erst recht eine Kanone mit 232 Durchschlag auf Standardmunition. 2058 Schaden haben wir gemacht, 999 Schaden aufgeklärt, 300 Schaden geblockt bisher. Jetzt geben wir dem Oho noch eine 443er Schelle direkt in die Seite. So ist es fein. Also Snapshotten mit der Kiste am besten möglich. Gibt kaum einen, der beim Gun Handling so viele Vorteile bietet wie der Deutsche. HWK auf der rechten Seite wird nicht unser Problem sein. Da ist die Lorraine, leider daneben. Da ist die E50. Da bräuchten wir ein bisschen Flankenschutz. Allerdings hat er einen Centurion noch vor sich, da auf der linken Seite. Was steht da auf der linken Seite? Was britisches. 1950. Könnte ein Conqueror sein. Haben wir sowas? Ein Conqueror, tatsächlich. Sehr schön. Also Conqueror hat sich da hinten mit dem Centurion angelegt. Britisch gegen Britisch. Unser schwerer Panzer noch mit 70 HP. Da hilft auch irgendwann der gute Turm nichts mehr. Wenn die Artillerie in die richtige Richtung rotzt, war es das hier für ihn. Wir sind aktuell bei 2930 Schaden. Haben noch keinen Kill gemacht. Es steht aber 5 zu 5. Das heißt, das Team hat recht vernünftig gearbeitet. Die ja. Stadtseite ist fast vollständig geräumt. Objekt 263 und Objekt 430U können da direkt vorgehen. Und wir haben noch kaum Schaden bisher eingestrichen. Also uns fehlen 3 HP. Entweder war das die Artillerie oder eine kleine Kollision. Achte 5 steht. Jetzt wird es langsam ein bisschen deutlicher. Jawohl, 9 zu 5. Den haben wir uns einfangen müssen. Wir werden jetzt beim Zirkeln allerdings. Nee. Wer lädt besser nach? Ah, die laden relativ ähnlich nach, habe ich das Gefühl. Wer sich da mit den Nachladezeiten beim E50 auskennt, bitte einmal kurz reinschreiben. Und der liebte Captain Bryce, 277, würde kurz reinschreiben, was er drin verbaut hat
und wie bei ihm die Nachladezeiten sind und vor allen Dingen, wie er auf die Idee kommt, keinen Feuerlöscher einzubauen, sondern stattdessen zwei Repair-Kits dabei zu haben. Geht da wirklich so viel kaputt? Oder ist das einfach nur eine Macke von dir? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir bei 3616 Schaden, haben unseren ersten Kill gemacht, haben 300 Schaden geblockt und 1357 aufgeklärt. Davon ist ein Jagdpanzer E100. Von der Kanone sollten wir uns in Acht nehmen, denn die schießt uns mit einem Schuss raus. Wir haben nur noch 981 HP. Darf die Artillerie mal ein bisschen reinhalten. Wir sind immer noch mit Standardmunition unterwegs. Hier könnte man auch gerne mal mit Premium schießen. Obwohl die Kanone eigentlich präzise genug ist, um da wirklich durch die Unterwanne durchzukommen. Da ist er. Kommen wir nicht durch mit Standard. Ich würde sagen, dass wir auch mit Premium-Munition da unsere Probleme haben werden. Denn der ist leicht nach in einer Hinterhangstellung, das heißt nach oben hin angewinkelt. Und das macht zu seinem dicken Pelz, den er eh schon hat, das Problem, dass wir dann erst recht nicht durchkommen. Schießt daneben, Glück gehabt für uns. Dann ja, noch ein Jagdpanzer E100. Ach, wie schön. Die fahren auch noch im Zug. Ist ja wunderbar. Also viel mehr machen kannst du nicht, außer hier Licht auf den Gegner zu bringen und zu hoffen, dass die Artillerie sich darauf einnimmt und hier mal ein bisschen reinhält. Der fährt jetzt zur Seite. Leider zu langsam beim Einziehen und beim Schießen. Soll aber nicht zum Problem sein. Unser Aufklärungsschaden bewegt sich Richtung 2100, Richtung 2200 fast. Gegner noch am Leben. Viermal TD, einmal Artillerie. Alle schon offen gewesen. Das heißt, sie sind auch alle da hinten irgendwo. Die stellen sich jetzt Arti safe, wenn es geht. Jawohl, hab ich mir schon gedacht. Stützwagen S1, kommt mit 105 mm locker durch. Und da holen wir uns auch schon unseren. Ne, hören wir uns nicht. Das war nur Schaden, aber kein Kill. Schade. Artillerie klopft ganz kurz an. Wir sind bei 4040 Schaden ausgeteilt, 300 Schaden geblockt. Da hinten ist die Arti. Gehen wir die Arti raus? Ne, bringen wir nicht. Stattdessen kriegt der WZ111 eins rein. 111 1 GFT. 111 GFT, so rum wird das Schuh raus. 4406 Schaden ausgeteilt. Die Jungs mit der dicken Kanonen warten da drüben schon. Irgendeiner muss ich einen Schuss fangen. Davon geht nochmal fix auszugehen. Okay, du fängst ja gerade eben vom eigenen Mann einen Schuss. Schon ein bisschen unfair. Sehr schön. Jagdpanzer 100 nimmt da den KV-4 raus, der uns gerade eben noch beschossen hat. Dahin kommen wir rein. Sehr schön. Jagdpanzer verabschiedet sich. Vielleicht kriegen wir noch einen Kill hin, das wäre echt genial. Aktuell haben wir einen. Da haben wir unseren zweiten 5657 Schaden ausgeteilt. 300 Schaden geblockt und 2594 Schaden aufgeklärt. Oberfeine Runde. Wir gucken mal, was die Auswertung dazu sagt. Victory natürlich. Ein High-Kaliber haben wir bekommen. Eine von diesen hübschen Anleihen. Ein bisschen Gedöns. Ein M natürlich. Sollte man bei 1409 Basics XP auf jeden Fall holen. Mit einem 9er als Mittier unterwegs zu sein, ist 1409 Basics XP eine ziemlich geile Angelegenheit. Das schafft nicht jeder. Gut gefahren. 22 Schüsse abgefeuert, 16 getroffen, 16 durchschlagen. Es kommt davon, wenn man ein bisschen snapshottet, ist zwar dafür gut geeignet, aber hier und da geht mir eben auch was daneben. Wir haben 94.000 eingenommen. Also insgesamt 99.000, weil wir vom eigenen beschossen wurden. 11.000 gehen fürs Reparieren drauf, 26.400 für Munition und 3.000 für Konsumgüter. Bleiben 58.000 netto übrig. Also auf Stufe 9 geht auch ein bisschen was. Wenn man gerade mal keinen Leid fährt, kann man trotzdem ordentlich Umsatz machen. Ansonsten eine richtig feine Runde. Wenn es euch gefallen hat, Leute, ihr wisst Bescheid. Draufklicken, Like da lassen, Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.